Sehr verehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, ein paar Worte schnell zur Elektromobilität zu sagen. Vielleicht noch das Erste, ich nehme das selbstverständlich auch auf, diese Aufgabe von Sabine, dass ich jetzt im Nationalrat schaue, dass es auch so umgesetzt wird, wie der Ständerat das will. Aber es gilt für mich nur fürs Gebäude. Im Verkehr müssen wir noch stark nachbessern. Im Verkehr ist der Ständerat zu wenig effizient oder zu wenig ambitioniert gewesen. Noch ein Wort zu den Gebäuden, ganz kurz. Bern ist so, dass es jetzt eine Förderung gibt. Also dort hat man zum Beispiel, wenn man eine Ölheizung ersetzt durch eine andere, jetzt 10.000 Franken Förderbeitrag, das wurde schon kürzlich in Kraft gesetzt. Also wir haben auf dem Verordnungsweg erst einiges gemacht, weil das Volk das abgelehnt hat. Aber es braucht natürlich einen nächsten Punkt. Das Zweite ist mir ganz wichtig noch zu sagen bei den Gebäuden. Effizienz, Sabine hat das gesagt, ist das absolut Zentrale. Insbesondere die Stromeffizienz. Unsere Geräte, unsere Anlagen brauchen viel zu viel Strom und es geht mit viel weniger. Unser Gebäude braucht noch 18% Strom im Vergleich eines gleichartigen Gebäudes in der Schweiz. Mit 40 Leuten immerhin, die dort arbeiten. Gut, jetzt komme ich zum Verkehr. Wir haben Klimaziele, das habt ihr sicher heute besprochen. Und viel einfacher als im Gebäude ist es nämlich beim Verkehr, nämlich energieeffizient zu werden. Da bin ich fest überzeugt, weil dort geht die Lifecycle-Betrachtung, die Lebenszyklus-Betrachtung viel kürzer, weil Fahrzeuge eine kürzere Lebensdauer haben. Ihr seht hier die Situation, wir sind beim CO2-Ausstoß der Flotte, das sind die Flotten. Also insgesamt sind wir beim Verkehr ja beim CO2-Ausstoß immer noch gleich hoch, sogar leicht höher als 1990 im Gegensatz zu den Gebäuden. Aber die Flotte ist natürlich runtergekommen im Durchschnitt. Aber das Problem ist, es gibt jetzt hier sogar einen Knick, geht wieder rauf, ist auch in der EU so. Und die Zielwerte waren bis jetzt 130 Gramm CO2 pro Kilometer Ausstoß und neu ist das Ziel hier unten bei 95 Gramm ab 1.1.2020. Leider hat der Bundesrat das noch abgeschwächt mit sogenannten Phasing-In- und Supercredits, also mit Rabattsystemen für ausgerechnet die schlimmsten Fahrzeuge. In der Flotte wurde ein Rabattsystem eingeführt, das ist aber zeitlich zum Glück befristet. Also es gibt da sehr viel zu tun, wir müssen da runterkommen und Sie sehen hier auch, wie es dann weiter geplant ist. Also wir müssen noch weit runtergehen bis 2030. Sollen wir hier sein, laut den Zielen der EU. Übrigens, Norwegen ist heute schon hier. Einfach das mal zum Sagen mit dem Neuwagenflottenziel. Meine Überzeugung ist, dass die Batteriefahrzeuge heute die Marktreife erlangt haben. Ich fahre jetzt 10 Jahre elektrisch. Es ist absolut komfortabel, es ist lärmfrei, es ist absolut angenehm mit diesen Fahrzeugen unterwegs zu sein und es ist energieeffizient und wir können fahren mit dem Strom vom eigenen Dach und das ist natürlich besonders attraktiv, wenn man die, in dem Sinne die Ölscheichs nicht mehr braucht. Und was klar ist, wenn man die Effizienz, das haben wir zusammengebastelt da, wenn man den Effizienz, Energieeffizienzvergleich macht und wir haben nicht zu viel Energie, Sie wissen das alle, wir haben vielleicht dann irgendwann im Sommer zu viel, aber das ist noch ein langer Weg, bis es so weit ist. Deswegen ist Energieeffizienz extrem wichtig und da ist es einfach so, mit einem Verbrenner kommt man mit 65 Kilowattstunden, also braucht man 65 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, hier mit einem Verbrenner mit synthetischem Kraftstoff ist es 100 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Mit einer Brennstoffzelle, das werden wir nachher noch diskutieren, sind wir bei 50 pro 100 Kilometer. Und mit dem Batteriefahrzeug sind wir bei rein 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Wir kommen also 5 Kilometer weit mit einer Kilowattstunde. Und deswegen bin ich überzeugt, dass die Marktreife da ist, die Fahrzeughersteller liefern jetzt diese Fahrzeuge. Ich war kürzlich bei Amag an einem Vortrag, also Sie haben VW erwähnt, die sind voll, die stellen komplett um auf batteriebetriebene Elektrofahrzeuge und ich finde, das ist auch richtig. Dann, was ein wichtiger Punkt ist, wurde vorhin erwähnt, Fahrzeuge am Netz, im Gebäude. Jedes Gebäude muss ein Kraftwerk werden, jedes Gebäude ist eine Tankstelle für diese Elektromobilität, weil ich überzeugt, es geht nicht mehr, dass wir Dachziegel aufs Dach machen. Das hat absolut keinen Sinn, dass wir Gebäudeteile haben, die keine Energie produzieren, weil jedes Gebäude ein Kraftwerk werden muss. Und nur so können wir diese Fahrzeuge auch dort betanken. Dann gibt es auch diese Bidirektionalitätsmöglichkeit. Also man kann diese Speicher dann natürlich einsetzen, um am Netz einen guten Dienst zu erweisen und um Tages- und Nachtschwankungen auszugleichen.
Jetzt, vieles, was ich da gesagt habe, gilt natürlich auch für Wasserstoffmobilität, das ist auch Elektromobilität, aber es gibt einfach dieses Effizienzproblem, was natürlich ein Nachteil ist und die Infrastruktur ist auch noch nicht vorhanden. Ich bin also deswegen überzeugt, dass die batteriebetriebene Elektromobilität ist die energieeffizienteste und auch die klimaschonendste Mobilitätsform auf der Straße und es ist auch eine Mobilität, von der in den kommenden Jahren genügend Fahrzeuge angeboten werden und so funktionieren kann. Gut. Gut. Noch ganz zum Schluss, Swiss E-Mobility bietet jetzt eine Lösung an, Charge for Work, also da geht es darum, dass man am Arbeitsplatz eben auch laden kann, weil Leute, die keine Lademöglichkeit haben, werden ein Problem haben, umzustellen auf ein Elektroauto. Sie finden Sie unter www.swissemobility.ch. Besten Dank. Danke vielmals, Jürg Grosser. Merci vielmals. Also, eigentlich könnte Maximilian Held jetzt nach Hause gehen, weil der Fall ist klar, aber vielleicht hat er ja ein paar gute Argumente auch noch. Bitte schön. Schauen wir mal. Ja, ich freue mich sehr, dass ich jetzt die Gelegenheit habe, ein bisschen einen Einblick in unsere Forschungsarbeit zu leisten und ich will in 5 Minuten kurz auf die Frage eingehen, ob der Schweizer Transportsektor eigentlich wirklich dekarbonisiert werden kann und wenn ja, mit welchen Technologien. Wenn wir mal die globalen Emissionen anschauen, dann sehen wir, dass wir ungefähr bei 50 Gigatonnen CO2-Äquivalent sind derzeit global. Das heißt, die Schweiz macht davon ungefähr 1 Promille aus mit ungefähr 50 Megatonnen CO2-Äquivalent. Wenn man jetzt aber den Transportsektor anschaut, dann sieht man, dass das für die Schweiz komplett anders aussieht. Also der Anteil des Transportsektors an den Gesamtemissionen ist wesentlich größer. Das liegt zum einen daran, dass der Energiesektor relativ sauber ist mit Wasser und Atomkraft und zum anderen daran, dass Schweizer einfach gerne reisen und vor allem viel mit dem Flugzeug. Nun stellt sich die Frage, okay, woher kommen die Emissionen? Das sehen wir hier, 82% der Schweizer Emissionen aus dem Transportsektor kommen tatsächlich aus dem Pkw und aus dem Flugverkehr. Deswegen werde ich jetzt insbesondere auch auf die beiden Sektoren eingehen in der folgenden Analyse. Stellen Sie sich vor, Sie haben 1 Kilowattstunde CO2-freien Strom, also es ist jetzt ein Gedankenexperiment, natürlich ist Strom nie komplett CO2-frei, aber stellen wir uns das mal vor. Und Ihre Aufgabe wäre es jetzt mit dieser 1 Kilowattstunde, diese so zu investieren in den Schweizer Mobilitätssektor, dass Sie am meisten CO2 reduzieren. Wo würden Sie investieren? Schauen wir uns dazu mal Autos, LKWs, Schiffe und Flugzeuge an. Und zwar auf folgende Art und Weise. Wir haben für jeden Transport, also für jeden Subsektor, für jeden Transportmodus verschiedene Energieträger uns angeschaut. Also ein Wechsel vom konventionellen fossilen Kraftstoff hin zu Strom, zu synthetischem Wasserstoff, zu synthetischem Methan und zu synthetischen flüssigen Kohlenwasserstoffen. Wenn wir jetzt anschauen, wie viel CO2 wir pro Energieträger und pro Transportmodus reduzieren können, dann muss man natürlich berücksichtigen, dass es Limitierungen gibt, beispielsweise das Ladeverhalten von Individuen, beispielsweise aber auch die Energiedichte, die Reichweite von Elektroautos. Wir kommen dann darauf, dass man jetzt, also in den Kreisdiagrammen ist dargestellt, wie viel man jeweils mit dem Energieträger an Emissionen einsparen kann. Fürs Auto beispielsweise mit der direkten Elektrifizierung sehen Sie hier, dass man auf einen Schlag 75% reduzieren könnte. Wenn man dann hingegen beim Flugzeug schaut, da ist eigentlich hier alles keine wirkliche Alternative, weil einfach eine sehr starke Limitierung durch die Energiedichte des Kraftstoffs vorhanden ist. Das heißt, hier ist eigentlich die einzige Möglichkeit, einen synthetischen flüssigen Kraftstoff zu verwenden. So, wenn wir uns jetzt mal pro Energieträger anschauen, wie viel Emissionen man über alle Transportmodi hinweg einsparen könnte, dann sehen wir, okay, es rangiert zwischen 10 Megatonnen und 22 Megatonnen. 22 Megatonnen CO2 würde bedeuten 100% Dekarbonisierung. Aber was man dabei nicht vergessen darf, ist natürlich, wir haben es vorher schon gehört, es gibt eine Produktionskette aus Strom, kann man Wasserstoff, Methan oder eben flüssige Kohlenwasserstoffe machen. Und deswegen braucht man auch von links nach rechts immer mehr Strom.
Jetzt würden Sie wahrscheinlich sagen, okay, wir werden aber nicht nur entweder Strom, Methan oder flüssige E-Fuels sehen, sondern wahrscheinlich einen gesunden Mix aus allen Energieträgern. Ja, dabei stellt sich die Frage, okay, wie sieht denn so ein Mix aus, bei dem man 100% dekarbonisieren kann, aber so wenig Strom wie möglich braucht? Und unsere Antwort auf diese Frage ist ungefähr 55 Terawattstunden Strom. Wie sind wir darauf gekommen? Okay, wir haben einfach mal gesagt, okay, wir fangen an mit der direkten Elektrifizierung, weil das einfach die effizienteste Antriebsart ist. Wir sagen, okay, beim Auto nehmen wir 75%, die wir direkt elektrifizieren können, direkt als batterieelektrisches Auto und wir füllen auf die restlichen 25% mit einem Wasserstoffauto. Dann ist eigentlich der Autosektor schon erledigt. Beim LKW machen wir es genauso. Wir gehen hier, nehmen den Anteil, füllen auf mit Wasserstoff, füllen auf mit Methan und füllen auf mit flüssigen Kohlenwasserstoffen. Beim Flugverkehr, da bleibt eben nur ein nachhaltiges E-Jetfuel. Wenn man jetzt aber alleine den Flugverkehr nimmt, dann hätte man schon einen Strombedarf von ungefähr 45 Terawattstunden. Das heißt, in diese Überlegung haben wir noch mit eingenommen, dass wir alle Biomasse, die aktuell in der Schweiz nachhaltig zur Verfügung steht, dass wir die auch in den Flugverkehr reinbuttern, weil eben da so eine große Nachfrage besteht. Das heißt, das reduziert uns den Strombedarf insgesamt um ungefähr 25 Terawattstunden und wir kommen insgesamt dann auf die 55 Terawattstunden. Die stehen natürlich im Vergleich zu einem derzeitigen Strombedarf der Schweiz von ungefähr 60, 65 Terawattstunden und die Frage ist, ist das eigentlich machbar? Und Sie haben den Titel gesehen, ist es bald Realität oder ist es wirklich eine Utopie? Und da freue ich mich jetzt auf die Diskussion mit dem Disclaimer, dass das natürlich eine rein technologische Betrachtung ist und dass man natürlich viel mehr betrachten muss. Wir haben es heute Morgen schon gehört, Modalshift weg vom Auto hin zum Zug und so weiter. Das ist natürlich ein Thema, aber das ist jetzt, wie gesagt, so eine Diskussionsgrundlage. Herzlichen Dank. So, kommen wir dort mit. Danke vielmals, Maximilian Held. Sie möchten, glaube ich, noch, Jürg Rösel möchte die letzte Folie gleich nochmal sehen und stehen lassen. Gibt es ihm irgendetwas Widerspruch, was Herr Held erzählt hat, Jürg Rösel? Also nicht fundamental, weil er hat auch gesagt, dass der schnellste Einstieg jetzt bei den Autos ganz klar über die Batteriefahrzeuge ist. Das ist auch die Branche daran. Die letzte Folie von seinem Vortrag. das finde ich gut. Also wichtig ist natürlich, Strom ist dann schon nicht, das ist die hochwertigste Energieform, die wir haben. Deswegen ist es schon nicht so trivial, wie viel Strom wir dann am Schluss in diesem System haben. Also es braucht sehr viel Aufwand, um Strom zu erzeugen. Und deshalb muss man auch Strom, also effizient mit dieser Ressource umgehen. Das ist das eine, was ich einfach zu bedenken geben möchte. Nochmals eine zurück. Die da. So, ja, genau. Ja. Also man sieht hier, es fängt mit diesen Elektrofahrzeugen an. Und ich bin der Meinung, beim Fliegen sehe ich das auch so, also man muss dort auch auf erneuerbare Treibstoffe kommen können, aber ich glaube, es ist eine Illusion, dass wir das in der Schweiz machen. Also ich glaube, da sind wir international gefordert, der Flugverkehr hat eine sehr große internationale Dimension. Innerhalb von Europa bin ich der Meinung, umstellen auf Zug, Nachtzüge, Fernverkehrszüge, das ist das Effizienteste und Beste. Und dort, wo es dann Langstreckenflüge gibt, dort müssen wir auf erneuerbare Treibstoffe umstellen. Aber die kann man gut auch in Gebieten machen, ich sage jetzt in der Wüste, in südlichen Ländern, wo es sehr viel Sonne gibt, wo man über diese Erzeugung des Stroms dann eben auch fossile Treibstoffe, wollen Sie was nicht sagen? Fossile, erneuerbare Treibstoffe machen. Ja, ich stimme dem Ganzen natürlich gut zu. Mit dem, vielleicht mit einer Notabene, dass es natürlich auch insgesamt schwierig ist, immer zu sagen, okay, das ist ein Thema, das ist wirklich so global, das muss man auch global lösen. Weil das führt oft zu einer, ich will es Ihnen nicht sagen, dass Sie das so gemeint haben, aber es führt oft dazu, dass man sagt, ja okay, es ist ein globales Thema, also lass mal die Kraftstoffe in Middle East, North Africa produzieren. Wenn das aber jetzt jedes Land macht, dann macht am Ende keiner was. Das heißt, es braucht natürlich schon auch einen regulatorischen Rahmen, der das dann auch in die Wege bringt,
bringt, weil ökonomisch sinnvoll ist das aktuell nicht. Einen synthetischen Kraftstoff herzustellen ist wahnsinnig teuer und man braucht einfach die Anreize aus politischer Sicht, um ein Unternehmen letzten Endes dafür begeistern zu können, das auch wirklich zu machen. Darf ich ganz kurz, da haben wir am Freitag einen Vorstoß eingereicht, unser Nationalrat Martin Bäumle hat das gemacht, in Zusammenarbeit, glaube ich, mit Leuten, mit Professoren von der ETH, wenn ich recht orientiert bin, dass man eben dort aus diesem Klimafonds, wo man die Flugticketabgabe erhält, dann eben auch in diese synthetischen Kraftstoffe. Genau. Es ist ja die Frage, wie sieht unser Verkehr in Zukunft aus? Und wenn ich das richtig verstehe, wird es beides geben. Elektromobilität und auch Wasserstoffmobilität. Ich habe irgendwo gelesen, es gibt fast nur Vorteile bei den Wasserstoffautos. Schnelles Betanken, sehr hohe Reichweite, keine Abgase. Ist das so? Dann müsste man sagen, das ist der Weg, oder? Prinzipiell ja, aber die Infrastruktur macht da leider einen Strich durch die Rechnung. Man muss sich vorstellen, für ein normales Benzin- oder Dieselauto, da ist die Infrastruktur vorhanden. Wenn man jetzt das Gleiche aufbauen will für Wasserstoff, dann braucht man einfach eine Tankstelleninfrastruktur. Das gleiche Problem hat man natürlich beim Elektroauto prinzipiell auch, aber man kann natürlich zu Hause laden. Und unsere Forschungsergebnisse zeigen, dass alleine das Zuhause-Laden schon so viel ermöglicht, dass einfach ein krasser Vorteil gegenüber der Wasserstoffmobilität gegeben ist. Mhm. Ich würde sagen, dass der Anteil links oben vom batterieelektrischen Pkw immer mehr zunehmen wird. Die Energiedichte von der Batterie steigt, das Ladeverhalten wird irgendwann optimiert werden. Es wird einfach zur Gewohnheit werden, ein Elektroauto sinnvoll einzusetzen, wo ich aber Potenzial... Jetzt bringen Sie eigentlich seine Argumente, oder? Genau. Ja, also, ja das ist gut. Warum forschen Sie denn immer noch an diese Verbrennungsmotortechnik? Ganz kurz, ich würde eher sagen, dass Wasserstoff für die zweite Reihe dann für den LKW interessant wird, weil da wird es mit einem Elektroauto schwierig. Um es vielleicht klarzustellen, ich forsche tatsächlich nicht an Verbrennungskraftmaschinen, ich forsche an der Dekarbonisierung vom Transportsektor auf systemischer Ebene. Das heißt, ich persönlich forsche nicht an Verbrennungsmotoren. Das ist ein wichtiger Punkt, danke. Und der auch von den Lastwagen, Flugzeugen, das wird nie elektrisch gehen, das hört man auch immer. Ja, also nie würde ich nie sagen. Es gibt heute schon batteriebetriebene LKWs. Es gibt auch schon einen großen Lastwagen, einen Steinbruch, der voll elektrisch funktioniert. Der fährt immer hoch mit der Batterieladung und oben lädt er dann irgendwie 60 Tonnen Schutt, fährt runter, lädt dabei die Batterie und kann dann mit diesem wieder hochfahren. Also es gibt solche Anwendungen, aber ich teile die Meinung, bei Kraftanwendung ist es so, dass der Wasserstoff sicher eine interessante Lösung sein kann. Aber nochmals, also auch Wasserstoffmobilität ist Elektromobilität, es ist ein Elektromotor, der meist zum Einsatz kommt. Argumente, die heute Morgen auch kamen, ist ja diese Elektromobilität, das ist ja nicht einfach nur gut, man muss die Batterien entsorgen, man muss das Auto auch herstellen. Ja, da gibt es Argumente auch dagegen. Was sagen Sie jeweils? Ich sage immer, zuerst kommt Verkehr vermeiden, möglichst zu Fuß mit dem Fahrrad gehen, selbstverständlich, wenn nötig, dann mit dem E-Bike und dann kommt irgendwann auf der Straße das Elektroauto und wenn irgendwie möglich, natürlich mit dem Zug, das ist klar, wenn es irgendwie geht. Also deshalb, es ist eine Kaskade, aber am Schluss ist es so, dass über 70% der Verkehrsleistung in der Schweiz auf der Straße stattfindet, mit Autos, oder? Und dann ist es auch logisch, dass wir dort eine Lösung brauchen, dass das Batteriefahrzeug, das ist richtig, dafür noch ganz kurz, der Punkt ist, es ist so, dass es nicht einfach trivial ist, aber die Batterie, zum Beispiel unsere erste Batterie, die wir im Nissan Leaf gehabt haben, die haben wir heute im Gebäude als stationären Speicher eingesetzt. Also diese Batterie macht eine Second Life, ein zweites Leben, wo es eben den Solarstrom zwischenspeichern kann und sehr netzdienlich arbeiten kann. Das heißt, vom Stromnetz wird dann nur noch sehr wenig Peak verlangt. Also es ist eine ausgleichende Komponente. Dann kommt diese Batterie dann nach 20 Jahren irgendwann in den Recyclingprozess und das ist, denke ich, vertretbar. Gut, jetzt, Sie sind die Expertinnen und Experten. Ihre Fragen bitte zu dem Thema. Ja, da gibt es einen. Eine Frage zur Elektromobilität. Was tun wir, damit die Panzerfahrzeuge, die wir heute früh gesehen haben, nicht mehr auf der Straße sind? Weil das Elektroauto kann damit nicht umgehen, denke ich. Gibt es da Vorstöße, gibt es da Ideen, wie man die Leistung von solchen Panzern limitieren kann?
Er redet von SUVs, von diesen, mit von diesen SUVs. Ja, genau. Ja. Also das Elektro-SUV ist ein Unding, aber wenn ich Tesla anschaue, dann sind wir auch auf dem Weg dahin. Ja, es ist absolut richtig, nur meine Überzeugung ist, dass das am richtigen Ort angefangen hat. Wenn man bei den kleinsten Fahrzeugen, bei den günstigsten Fahrzeugen angefangen hätte, dann wäre das nie gekommen. Aber bei den Hochpreissegmenten hat das funktioniert. Und es gibt jetzt auch von Audi und so, das sind SUV, das sind also wirklich, man kann Panzer sagen, oder ich finde es auch, sie sind sicher zu groß, man müsste leichter werden mit diesen Fahrzeugen. Aber das ist eine andere Geschichte, wo ich ehrlich gesagt keine Lösung habe, solange auch viele andere große Fahrzeuge unterwegs sind. In meinem Umkreis, die Leute sagen, ich gehe sicher nicht mit seinem kleinen Fahrzeug auf die Straße, wenn so viele große Dinge rumfahren. Und dort gibt es ein großes Problem, das wir irgendwann schon noch lösen müssen. Aber ich glaube, es ist nicht falsch, wenn wir jetzt mal umstellen und halt meinetwegen zuerst bei den Hochpreissegmenten. Ja, das sind sie schon. Anton Gunzinger sagt, die Motorfahrzeugsteuern proportional zum Gewicht einführen. Das hätten Sie ja dann... Also wir haben das schon, natürlich, dass effizientere Fahrzeuge weniger bezahlen. Aber es muss überproportional, sehr mit einer steilen Kurve müsste das passieren. Da bin ich total einverstanden. Ich glaube auch, mit dem Gewicht der Fahrzeuge, mit der Größe, mit der Übermotorisierung kann man über die Fahrzeugsteuer etwas machen. Ja. Bitte schön, Ihre Frage. Also zum Thema Panzer. Ich fahre seit März dieses Jahres einen Tesla 3. Der ist 250 Kilo schwerer als ein Golf, ein voll ausgerüsteter Golf. Das Thema ist, und das ist technisch, in der Startphase wollte man eine lange Reichweite, 500 Kilometer, und die Batterie ist dann 700 Kilo schwer. Wenn wir ein gutes Ladenetz haben, wo es eben man nicht durch die halbe Schweiz fahren muss, dann kann auch der Speicher im Auto reduziert werden und dann kommen wir von diesem Panzerdenken, und das ist mehr für den Stammtisch und nicht Stand der Technik, wahrscheinlich weg. Dankeschön. Ihre Frage bitte. Ja, ich hätte eine Frage. Also ich habe den Eindruck, man ist das Ganze jetzt ein bisschen zu wenig systemisch betrachtet. Ich meine, klar kann ich Elektroautos bauen, ich kann Hybridautos bauen etc., haben Sie auch die Vorteile berücksichtigt, wenn, ich meine, ich kann Wasserstoff bis zu 10% einfach ins Erdgasnetz einspeisen, ohne Explosionsgefahr, ohne Veränderung des Brennwerts. Wasserstoff und Erdgas kann ich erzeugen, wenn zu viel Windenergie da ist. Der Transport vom Norden ist erheblich effizienter in Form von Gas als in Form von Strom. Da denke ich, sind schon noch ein paar Faktoren mehr, die man auch berücksichtigen sollte. Und dann ist vielleicht eben doch das Wasserstofffahrzeug günstiger als ein reines Elektrofahrzeug. Das wäre ein Argument für Sie, oder? Ich würde direkt darauf antworten, dass man einfach den Energieträger da einsetzen sollte, wo er am meisten Sinn macht. Und man wird nicht alles direkt elektrifizieren können, man wird nicht alles mit Wasserstoff versorgen und so weiter. Und deswegen auch hier dargestellt, es muss ein gesunder Mix sein und man muss schauen, was kann man so effizient wie möglich versorgen. Das ist wahrscheinlich eben die direkte Elektrifizierung. Und wenn man dann eh schon ein Anwendungsfeld hat für Wasserstoff, nämlich den LKW, dann nimmt man die 10%, wobei die, soweit ich weiß, nur volumentechnisch sind und nicht energiemäßig, dann speist man die ins Gasnetz ein und kann die dann für LKW-Transport verwenden.